Bandai Namco, Tasia Studios, powered by Unreal Engine. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt, und zwar einem kleineren Horrorprojekt, auf das ich mich schon sehr, sehr lange freue. Ich habe damals die Preview gesehen und sie hat mich von Anfang an schon begeistert. Alleine dieser Grafikstil und der besonders hübsche Koch, auf den wir sicherlich dann treffen werden. Ich bin mal gespannt, was es noch für finstere Gestalten gibt, aber dieser Koch, der war einfach einmalig. Und ohne jetzt weiteres Zeug zu labern, würde ich einfach sagen, starten wir ein neues Spiel. Sobald wir im Menü angekommen sind. Ich hatte nur eine kurze Testaufnahme gemacht. Und jetzt geht's los. Und da sind wir erwacht. In einem kleinen, schönen Koffer mit Bildern kann man da ein bisschen... Nee, ich kann da nicht drauf erkennen, also kann ich erkennen, was drauf ist. Ansonsten haben wir hier Dosen. So können wir das Feuerzeug benutzen. Sie stolpert sogar. Sachen aufheben? Ah. Mhm. Und wie wirft sie? Weiß ich nicht. Wird uns sicherlich noch erklärt. Können wir in den Eimer hüpfen? Tatsächlich. Sieht schon ein bisschen gruselig aus. So. Dann wollen wir mal gucken, was uns hier noch so erwartet. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr dunkel. Dieses Tapse von den kleinen Füßen. Können wir ein bisschen was von ihrem Gesicht sehen? Nicht viel. Da ist eine Klappe. Die können wir doch bestimmt öffnen, oder? So ducke ich mich. Nach oben kann ich ja nicht. Denke ich mal. Bisher unterscheidet sich das von der Preview sehr stark. Vielleicht kommen wir noch in diesen Raum. Da können wir nichts machen, schätze ich mal. Und eine sehr lange Treppe. Und riesige Ketten. Von der Preview haben wir ja schon gesehen, dass wir so auf einer Art Insel sind. Ob man das jetzt als Bohrinsel oder sowas bezeichnen möchte, die ein bisschen anders ist, mag dahingestellt sein.
Aber was ist das für eine Figur? Die sieht ein bisschen aus wie die Figur aus dem Intro. Eine Geisha, würde ich jetzt mal so behaupten. Zumindest in der Art und Weise. Aber wer weiß, ob das tatsächlich eine Geisha ist. Was kommt hier? Zigarettenstummel auf dem Sofa? Da lebt jemand nicht gesund? Und wieso hängt man einen Sessel, mehrere Sessel in die Lüfte? Fallen die gleich runter? Das scheint mir ein Nachttopf zu sein, oder? Ah, da oben können wir rein. Tun wir doch mal gleich, ne? Aha. Soll das heißen, es ist zu niedrig? Zu hoch. Können wir den Topf bewegen? Nö. Den dann doch sicherlich auch nicht, oder? Den Eimer? Da oben kommen wir da irgendwie. Nö. Hä? Oder bin ich jetzt nur. Ah. Eigentlich müsstest du doch da oben rankommen. Ich meine, das federt doch nicht auch so schön. Hm. Ah, ich muss greifen. Okay. Das erklärt dann einiges. Oh. Das sieht mir doch sehr nach einer Leiche aus. Eine sehr lange Leiche. Vielleicht braucht er Klopapier? Können wir den Brief aufheben? Nö. Schade. Den Schuhen können wir uns auch nicht festhalten. Okay. Da ist ein Auge auf der Tür. Okay, wir brauchen schätzungsweise den Stuhl, würde ich mal so sagen, ne? Der lange Herr braucht das ja nicht mehr. Unser Feuerzeug benutzen. Das hört sich aber irgendwie böse an da im Hintergrund. Was ist das für ein schwarzer Schleim da in der Mitte? Etwas auf, es ist auf jeden Fall von etwas, das an den Kühlschrank wollte. Schauen wir mal, was es vom Kühlschrank wollte. Sind da Schuhe drin? Ich glaube, da sollen wir hin. Guck ich mal ganz kurz erstmal nochmal hier in die Ecke. Da ist ein Loch. Hier hinter war jetzt, glaube ich, nichts Besonderes. Gucken wir mal ganz kurz ins Loch und dann gehen wir mal nach oben. Schauen, was dort ist. Oh, dann kommen wir da raus. Oh, was ist das denn für ein... Ist der niedlich. Bist ein Biber, ne? Auch ein kleiner Wichtel, der hier unterwegs ist. Kann das sein, dass diese Lampen Speicherpunkte sind? Wäre natürlich irgendwie sinnvoll. Okay, wir müssen schätzungsweise dann oben lang. Dann werden wir das mal tun.
und vielleicht mal herausfinden, wo wir hier eigentlich sind. Ich vergesse zu greifen. So. Was bist du? Es ist auf jeden Fall nicht lieb. Okay, wir können also auch nicht kämpfen. Wir müssen ausweichen. Du siehst uns nicht. Kann man da an dem Rad was machen? Nö. Da ist noch so ein ekliger Blutegel, oder was das sein soll. Ah, geh weg. Die machen auf jeden Fall schöne Geräusche. Und da ist ein Hebel. Ist das ein Fahrstuhl? Können wir eine Lampe anzünden? Da ist noch mehr von diesen Viechern. Müssen wir uns beeilen, darüber zu kommen? Okay, sind gar nicht runtergekommen. Komisch. Na, toll. Nö, hier ist nix. Wie kommen wir jetzt weiter? Wir hier hochklettern. Weiter nach vorne können wir nicht. Eine Zeitung aufheben auch nicht. Eigentlich können wir ja nur hier an dem Gitter hoch, oder? Bringt uns nur nicht wirklich was. Dass wir da vielleicht an das Rad dran müssen? Nö. Das schaffen wir nicht von dem Gitter hier. Licht anmachen kannst du da oben nicht, ne? Mhm. Dahin kommen wir auch nicht. Hier unten? Das Holz anzünden geht auch nicht. Aus dem Bild springen geht auch nicht. So, hänge ich jetzt etwa schon fest, oder wie? Komm, kannst du dich am Rohr festhalten hier? Nö. Das Feuerzeug beschwert sich sogar, wenn Wasser rauf tropft. Ändert aber immer noch nichts daran, dass wir hier nicht weiter können. Da oben ist ein Spalt, der vielleicht groß genug wäre, aber da kommen wir da gar nicht hin. So klein machen, dass du dich da durch... Kannst du auch nicht, ne? Hä? Ich verstehe gerade nicht. Das ist sehr merkwürdig.
Und doof, dass ich jetzt gerade schon festhänge. So, wir versuchen jetzt mal nochmal hier irgendwie hochzukommen. Geht das? Da kam man doch hoch, oder? Nö, aber nicht weiter als das. Das muss doch was mit der Tür hier zu tun haben. Ich schätze mal nicht, dass es hier Sackgassen gibt. Nochmal kurz genau umgucken. Fluten könnte man den Raum ja auch nicht. Aber, hä? Hm. Ich glaube, ich würde mich gleich wieder melden, wenn ich weiß, was hier zu tun ist. Weil ansonsten dauert das hier zu lange. Okay, ich melde mich gleich wieder. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Es hat etwas gedauert, aber man kann tatsächlich das Brett einfach abziehen. Man muss nicht irgendwie versuchen, hier auf das Ventil zu springen und sonst was zu tun, das zu fluten, damit man an die Decke kommt oder was auch immer, sondern einfach nur das dumme Brett rausziehen. Aber, naja, dann machen wir uns mal weiter. Warum rennt es davon? Muss ich auch Angst haben? Da hinten ist nix. Ich kann mal noch... Oh! I. Ah, geht weg. Oh, ganz viel. Viele von den Viechern. Renn, kleines, renn. Oh, wir kommen hier gar nicht raus. Okay, die Dinger sind schon ein bisschen eklig. Oh Gott. Nein! Bin ich so gut durch die durchgelaufen. Rechts kommen wir anscheinend dann also nicht raus. Aber irgendwo links vielleicht? Nein. Da stehen sie dicht auf dicht. Wow, jetzt bin ich schon insgesamt 5-mal gestorben. Richtig gute Bilanz bisher. Ich bin einfach doof. Man könnte... Ich denke mal, wenn da Holzverkleidung ist, dann kann man da nichts machen. Dann ist das verschlossen. Aber es ist nicht so. Da kommt eine Lampe anzünden. Kommen wir hier irgendwo hin? Nicht wirklich. Nein! Ich hätte doch langsamer gehen sollen. 6. Tod, glaube ich, mittlerweile. Oder... Oh, jetzt muss ich hier nochmal anfangen. Ist aber frech. So, immerhin souverän da durchgelaufen.
So, aber die Lampe ist schon an. Ist hier irgendwas? Nö. Da hinten konnten wir ja nichts machen. Dann klettern wir mal wieder nach oben. Oh. Na, Licht kannst du ruhig anlassen. Dann müssen wir wahrscheinlich jetzt auch hier rüber. Jetzt nach rechts und weiter nach oben. Was war auf der anderen Seite? Nicht runterfallen, bitte. Ach, gar nichts. Okay, dann müssen wir sogar hier lang. Dieser Bass-Sound im Hintergrund. Können wir nicht auch machen. Okay. Ich muss das jetzt ja mal ausprobieren, weil ansonsten stecke ich wieder irgendwo fest. Eine Kurbel. Können wir damit die Tür öffnen? Oh, Licht. Ah ja, ist klar. So. Rennen, Mädchen. Das wäre meiner in die Hose gegangen. Okay, da ist eine Klappe. Öffnen wir sie mal. Haben wir so einen kleinen gestört. Können wir die nochmal aufmachen, oder? Okay, die ist hier einfach zu schwer. Folgen wir mal dem kleinen Männchen. So, auch jetzt etwas Größeres kommen. Ist das ein Suchscheinwerfer? Hatte ich schon mal jemand versucht auszubrechen? Sieht ja gerade eher so aus, als würden wir einbrechen und nicht ausbrechen. Oh, Ratten. Aber die sind doch hoffentlich lieb. Oh, steht das unter Strom? Dann fassen wir das mal lieber nicht an. So, wir kommen so wahrscheinlich nicht ran. Brauchen wir wahrscheinlich die Kiste hier, oder? Wieso muss ich mich umschauen? Ach so. Ja gut, Schalter ist für Strom. Das hätte man sich fast denken können. Ups. Ach, das ist eine Zeitschalter durch Vorrichtung. Das heißt, wir kommen auch nicht wieder zurück, nehme ich mal an. Ein Kinderzimmer? Was ist das denn für eine gruselige Puppe? Können wir hier die Schubladen rausziehen? Hallo? Ah, so kommen wir zurück.
Das ist irgendwie schön. Können wir die Spieldose mitnehmen? Ja, können wir. Eigentlich ein richtig schönes Kinderzimmer. Vielleicht ein bisschen runtergekommen. Achso, müssen wir jetzt nochmal den Strom ausschalten, um da drüben durchzukommen. Können wir auch hier die Schubladen öffnen? Ja, können wir. Hallo? Die Schublade kann sie nicht öffnen. Oh, na komm, Klimmzüge, spring! Nee, können wir nicht. Okay. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich den Strom ausschalten und dann schnellstmöglich da auf der anderen Seite durch. Wieso sichert man ein Kinderzimmer mit Elektrozäunen ab? Ist das so ein Kind à la 4 oder Chucky die Mörderpuppe oder was auch immer? Bei dem würde ich mir dann tatsächlich einen Elektrozaun anschaffen. So, renn. Ups, sorry. Durch da. Ja, sehr schön. Und nicht zu schneit. Jetzt sieht es wieder eher nach Gefängnis aus. Können wir... Ne, die Tür können wir nicht aufmachen. Hier? Auch nicht. Auch nicht. Alle zu. Aber scheint auch niemand da zu sein. Und da hängen schon wieder irgendwelche Gegenstände in der Luft. Oh oh. Ich würde mal so sagen, das Ding darf uns nicht erwischen. Klettern. Da können wir wieder eine Lampe anzünden. Die Soundeffekte sind schon sehr gut. Ich möchte irgendwie das kleine Kerlchen da aufwecken. Geht es hier jetzt weiter oder geht es oben weiter? Wir gucken noch mal ganz kurz oben, was da ist. Da kann man auch lang. Und auch wieder ganz viele Zellen. Die aber auch alle leer scheinen, außer die hier. Was ist hier? Oh. Wohnt da was unter dem Bett? Und da ist schon wieder so eine Geisha. Du bist gruselig.
Stirb, Geisha. Können wir da aufs Bett rauf? Aber mehr ist hier nicht, oder? Da sind noch zwei kleine Hände an der Wand. Ich würde jetzt trotzdem mal sagen, wir gehen erst nach unten und dann gucken, was oben ist. Obwohl, ich kann mal kurz in den Raum reingucken. Irgendwie habe ich aber eher das Gefühl, dass eher der Raum unten ein extra Raum ist. Das sieht hier irgendwie so aus, als wäre es genau für uns gemacht. Zum Einsperren. Ja, wir gehen erst nach unten. Hier ist Blut auf dem Boden, oder? Warum? Sind das deine Eltern, Kleines? Hoffen wir mal nicht. Geben wir dir ein bisschen Trost. Was ist das? Hier ist auch so ein Auge in der Tür. Aber was machen können wir hier nicht, ne? Da können sie sich wieder nicht hochziehen. Ich glaube, wir konnten hier nur die Lampe anzünden. Mehr leider nicht. Okay, aber dann haben wir jetzt die Lampe angezündet. Dann können wir jetzt beruhigten Herzens wieder nach oben gehen in den, ja, Kinderschlafsaal oder Babyschlafsaal. Das direkt an ein Zellentrakt anschließt. Was ist da? Du siehst mich nicht. Was bist du denn, hässliches? Was macht er da? Ist das ein Horrorclown? Geht der? Ihh, der ist ja fast noch schlimmer als der Koch. Die armen kleinen Kinder. Was ist da mit der Tür? Können wir die... Nein, können wir nicht. Da können wir wieder den Käfig hier hochklettern. Was hat sie? Ihr geht es nicht gut. Kannst du die Klappe hier aufmachen? Nee. Ich weiß, was kommt. Wir gegnen der Hasenscharte.
aus niedlichen Koch. Das ist sein... Soll das hier so eine Art Kindergefängnis sein? Bin ich da, Kind? Oh, das ist aber lieb. Kannst du... Okay, warum hilft uns dieses schattenhafte Kind? Jetzt hat es doch selbst nichts zu essen. Okay, aber wie es jetzt ab hier weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich muss jetzt kurz, die Folge schneiden und hochladen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.